Also für mich ist wichtig, hier morgens, wenn ich den Weg vom Bahnhof zur Bank laufe, mit einem Lächeln auf den Lippen zu gehen. Muss ich schon ehrlich sagen, ich glaube schon, dass es emotional ist. Ich meine, ich bin jetzt über 20 Jahre hier und habe gute Kollegen. Und die Elbing war seither immer so eine Konstante. Also die Elbing ist halt immer da. Dein Beruf muss auch mit mir leben, mein ganzes Leben lang. Die Arbeiten, die wo ich mag, die mag ich gern. Und die hat auch einen Sinn. Weil ich sehe, was wir als Bank für die Unternehmen und für die Menschen im Land tun können. Die L-Bank hat natürlich aufgrund ihrer Eigenschaft als Förderbank in der Bankenlandschaft eine herausragende, eine andere Funktion. Also dieses etwas andere Bank. Das Gefühl auch zu haben, irgendwie da mitarbeiten zu können, dass es besser wird. Und die staatliche Seite liegt mir eben. Das ist herausfordernd und es ist halt auch sehr schön, wenn man Dinge umsetzen kann, die letztendlich auch dem Land und den Leuten in Baden-Württemberg zugutekommen. Da sind wir gerade beim Wohnen oder auch beim Elterngeld oder gleiche Wirtschaftsförderung. Die Abwicklung von Corona-Hilfen, es waren sechsstellige Antragszahlen, die dann da bearbeitet werden mussten. Das war schon eine Herausforderung. Ja, richtige Schlagzeilen. Ja. Ja. Das war wirklich beeindruckend, also wenn wirklich die komplette Mannschaft dasteht und die Ärmel hochkrempelt und sagt, wir wollen jetzt den Unternehmen helfen. Zwischenzeitlich waren auch mal Tage dabei oder Wochen, da hat vom Koch, Fahrer, IT-Mensch, alle Fachbereiche bis zum Vorstand hoch, alle haben Anträge gemacht, bearbeitet und geguckt, dass das Geld eben dann auch auf die Straße kommt. Ich kann irgendwo beitragen zu helfen. Wir sind zwar keine Krankenschwestern oder Ärzte, aber ja, auch so sind wir jetzt mit dabei, die Wirtschaft zu unterstützen, zu helfen dort. Ja. Das ist eine Situation, die noch nie da war. Und wir haben bis jetzt alles geschafft. Und wir haben es gut geschafft. Also das hat schon ein starkes Wir-Gefühl erzeugt. Ich will jetzt nicht sagen, dass Corona was Gutes hat, aber an der Stelle hat es etwas vorangebracht. Aber eigentlich macht man es ja insgesamt für das Land Baden-Württemberg. Und dafür macht man es dann auch irgendwie gern.